Naja, die Wahrheit ist, ich hatte einen in meinen Studententagen und okay. Als ich in einem schwachen Moment diesen gegenüber meiner Frau genannt habe, hat sie 4 Wochen lang einen Lachkrampf gehabt. Ich habe so ein Lebensmotto, das heißt, verlier niemals deinen Humor. Mhm. Freunde wissen das auch, Humor ist mir wahnsinnig wichtig, aber in deiner Rolle als Bundeskanzler, du kannst nicht im Kongresssaal stehen, eine Ansprache zu der Bevölkerung halten und dabei dir auf die Schenkeln hauen und brusten. Ich habe einen absoluten Lieblingsfilm, das ist der Big Lebowski, großartiger Film, wahnsinnig gut beobachtend, unterschiedliche Charaktere, sehr lustiger Film, so ein sarkastischer Humor. Aber ich bin auch ein großer Woody Allen-Fan, muss ich sagen, und habe ganze Boxen seiner DVDs zu Hause und kenne fast alle Filme. Der wirklich gute Humor ist ja immer, wenn man sich ein bisschen über sich selbst lustig machen kann und seine eigenen Schwächen in den Mittelpunkt des Humors stellt. Ich habe immer Katzen gehabt und wir haben uns jetzt entschieden zu 2 kleinen Kätzchen. Die sind bei der Züchterin noch, die sind vor 3 Wochen jetzt auf die Welt gekommen. Wir freuen uns schon nach der Wahl. Überlegen schon, wie wir unsere Sofabezüge schonen werden. Die Eliten können sich sowieso immer richten, aber für alle anderen da zu sein, ist eigentlich eine wunderschöne Perspektive.